Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Heute ist der David hinter der Kamera und wir machen heute ein leckeres Dinkel-Hans-Röstzwiebelbrot. Geht auch wieder recht simpel, so wie ihr es von mir kennt, und ist super, super lecker. Die Zutaten haben wir schon hier zu stehen, Leute. Und die stelle ich euch jetzt natürlich gerne mal vor. Wir haben hier Dinkelmehl, Typ 1050, 400 Gramm, nee, 450 Gramm, ne David? 450. 450. Du hast das ja abgewogen. 449 vielleicht. Okay. Hanfmehl, 150 Gramm. Röstzwiebeln, 100 Gramm circa, sind meistens so in dieser Standarddose. Dann haben wir hier laktosefreien Quark, 100 Gramm. Hier hinten natürlich nochmal ein bisschen noch Dinkelmehl, damit da so die Arbeitsfläche zum Beispiel einmehlen könnt oder euch die Pfoten. Ich mache das auch sogar mit Handschuhen, weil ich hasse, wie der Teig an meinen Pfoten klebt. Ich krieg da echt immer einen richtigen Ausraster, aber ich mache das alles nur für euch. Dann ein Würfel Hefe, ungefähr 2-3 Esslöffel Salz und 50 Milliliter Hanfmehl, Leute. Oh, das sieht schon gut aus. Hanföl, sorry. Hanföl. Das Mehl hatten wir ja schon. Gut. Und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Dann wandern wir mal hier immer rüber auf die Arbeitsfläche zu GoPro. Vermischen erstmal die trockenen Zutaten und nebenbei lösen wir den super tollen Hefewürfel auf im lauwarmen Wasser. Und so fangen wir jetzt an, Leute. Also geht die Show jetzt eigentlich mehr oder weniger großteils hier weiter, würde ich sagen. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich nehme mir erstmal noch eine Schale, wartet, muss ich mal hier hernehmen, so, und dann schmeißen wir jetzt mit dem lauwarmen Wasser den Hefewürfel erstmal drin. Lauwarm. Zack. So, siehst du? Eine Sache haben wir vergessen, was ich noch nicht gesagt habe, was nachher natürlich dazu kommt, ist Wasser. Also nicht nur das Wasser, wo wir gerade den Hefewürfel drin auflösen, sondern da kommt nachher auch noch Wasser ran. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen, aber ist ja vollkommen egal. Das sind 375 Milliliter, die dann da noch an Wasser folgen. Aber erkläre ich euch ja eh dann nachher nochmal, wenn nach den trockenen Zutaten die Flüssigen natürlich zukommen. Ne? So, jetzt zeige ich euch das hier mal bei der GoPro. Den Hefewürfel halt einfach ein bisschen matschig machen. Der ist ja schon so recht eklig von der Konsistenz. Aber einfach so ein bisschen zerdrücken und hier im Wasser verteilen. Und der löst sich dann hier drin langsam auf. Dauert halt ein bisschen, sieht halt echt... naja, aus, ne? Bisschen Matschepappe. Natürlich, wenn ihr nicht mit den Finger machen wollt oder so, macht das... mit einem Löffel oder was weiß ich nicht. Aber das müsst ihr einfach halt ein Weilchen verrühren. Das löst sich halt in dem lauwarmen Wasser super toll auf. Und damit halt die Hefe aktiviert wird, ne? Damit sie dann nachher schön aufgeht, braucht man halt lauwarm mit Wasser. Mit kaltem funktioniert das halt nicht. Und kochen das sollte man halt natürlich wieder auch nicht nehmen. So. Jetzt sieht das eigentlich aus wie Milchkaffee. Lecker. Schmeckt so. Aber bestimmt nicht. Ja. Stellen wir den einmal zur Seite. Mach ich immer kurz nochmal die Pfoten. So. Dann nehmen wir uns hier wieder das Schälchen und kippen den ganzen trockenen Schmarrn zusammen. Also wieder das Dinkelmehl, die 450. Hat das Sapibo? Zack, Rinder. Dann gibt es hier das Hanfmehl, die 150 Gramm. Zack. Dann können wir auch schon die Röstzwiebelchen mit drin geben, obwohl ich am Überlegen bin, die später mit drin zu geben, weil wir lassen den Teig noch 45 Minuten gehen und danach kneten wir den nochmal durch. Ich werde die erst nachher drunter kneten. Das ist, glaube ich, ein bisschen cleverer. Deswegen lassen wir das erstmal weg. Und natürlich noch das Salz, Freunde. So.
Das kann man jetzt auch wieder den mal Mark verrühren, damit sich das schon mal so ein bisschen mischt. So. Dann seht ihr, jetzt hat das ja so einen bräunlichen, naja, fast leicht grünlichen Stich. Dann haben wir den Spaß schon mal. So. Jetzt kommen eigentlich nur noch die restlichen Zutaten mit drin. Dann kneten wir den ganzen Spaß eh mal durch, aber dazu zieht mir, wie gesagt, lieber jetzt die Handschuhe an. Und dann soll das Ganze bei Zimmertemperatur 45 Minuten gehen. Also ihr könntet auch im Ofen machen, so bei, boah, kommt drauf an, wie ihr euren Ofen einstellen könnt, bei 40 Grad, 50 Grad, aber nicht über 50. Und dann halt 45 Minuten gehen lassen und dann kneten wir den ganzen Spaß nochmal durch. Gut, dann fange ich an mit dem Kneten. Ich habe gar keinen Bock, aber ich mache es. Nehme ich mir meine schönen paar Handschuhe. Ist auch eine gute Menge zum Kneten. Ja, also wir backen das auch nachher in so einer Kastenbrotform aus, Leute. Die ist knallrand, also die ist bis zum Rand am Ende voll und dann kommt das Brot halt auch schön nach oben noch so ein paar Zentimeter raus, aber ist mir bis jetzt noch nicht drüber gelaufen oder so. Bis jetzt habe ich das immer ganz gut hinbekommen. Ihr könnt natürlich auch ein Laib draus formen, geht auch super. Der Teig ist recht stabil nachher, wenn der aufgegangen ist, könnt auch einfach ein Brotlaib draus formen und den dann ab da unten drin. Gut, die Röstfilme, wie gesagt, wollen wir einfach nachher aufheben, dann gebe ich jetzt schon mal die 100 Gramm von dem laktosefreien Quark an. Könnt ihr natürlich auch welchen normalen nehmen. Das ist vollkommen egal. Dann können wir schon mal das Hanföl rangeben, die 50 Milliliter. Zack. Okay. Und das Einzige, was jetzt fehlt, ist halt noch das Wasser, was ich vorhin meinte. Wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen, wo wir die Hefe drin aufgelöst haben. Das sind vielleicht 50 Milliliter, also können wir die restlichen 325, bei 375 braucht man ja, einfach so nehmen. Könnt ihr natürlich auch leicht lauwarmes Wasser am besten nehmen, weil das auch die Hefe weiterhin aktiviert. Ist doch wärmer an den Fingern, wenn man das Ganze zusammenknetet. Warte mal, war ein Schluck zu viel. So sollte das eigentlich fast passen. Vielleicht noch ein kleiner nach. Zack. So, dann haben wir ja hier die super tolle aufgelöste Hefe. Seht ihr ja, sieht immer noch aus wie Cappuccino oder Milchkaffee. Auch mit dran. Flop. Und jetzt das Ganze gut durchkneten, ein paar Minuten, Freunde. Ja, ich wünsche mir schon mal selber viel Spaß. Kann man den hier mal so in Form lassen. Dann kann ich die Handschuhe schon mal ausziehen, Leute. Und dann könnt ihr entweder, wenn ihr irgendeinen Raum habt, wo gerade ein bisschen warm drin ist oder ihr die Heizung anhabt, den damit hinstellen und einfach mit dem Handtuch abdecken. Oder ihr hebt das Ganze halt in den Ofen. Also da würde ich auch euch empfehlen, vielleicht den Ofen nicht anzulassen, sondern heizt ihn einfach auf 50 Grad hoch und stellt ihn dann drin. So. Jetzt wird der Teig erstmal 45 Minuten gehen, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Freunde. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Teig zu Ende gegangen ist. Dann kneten wir den nochmal durch und dann nehmt ihr das ganze Ding ab in den Ofen. Und dann ist das die Geschichte schon. Mal schauen, dann bis später, Leute. So, meine Lieben, da sind wir wieder. 45 Minuten sind rum, der Teig ist gegangen. Ich hole den mal hier unten aus dem warmen Ofen raus. So schaut er jetzt aus, also ist mehr als doppelt drauf gegangen, würde ich sagen. Unter den Teig müssen wir jetzt noch die 100 Gramm Röstzwiebeln drunter heben. Falls der Spaß halt doll klebt. Habt ihr Mehl. Und danach geben wir das ab in der Backform. Die holt man hier unten raus. Einfach so eine Kastenform, eine ganz einfache.
da das Band passt. Sollte. Beim letzten Mal hat es auch gepasst. Und ja, fangen wir einfach erstmal hier an. Obwohl, warte mal, bei der Backform können wir noch was vorbereiten. Ich packe immer Backpapier drin. Weil dann backt das nicht an und man kriegt das Brot schön raus. Könnt ihr natürlich auch mit Öl einfetten oder mit Butter. Das ist euch überlassen. Hier ist das Backpapier. Das ist eine Endlosrolle. Hier. Schnitteln wir uns da mal ein Stück ab. Den Spaß zeige ich euch natürlich auch oben bei der Bauform mal kurz. Wenn er natürlich möchte, könnte er den Rand natürlich auch noch abschneiden. Ne? Aber so schaut der Spaß dann aus. Dann wir wieder zur Seite, nehmen uns den Teig. Ich ziehe mir aber wieder Handschuhe vorher an. Dann nähen wir die Handschuhe so ein kleines bisschen ein. Können natürlich vorher auch schon gerne die Röstzwiebeln schon mal draufkippen. Die müssen wir dann runternehmen. Und dann wandert der ganze Spaß nämlich, Leute, bei 170 Grad im Ofen für genau eine Stunde und dann ist es fertig. Also, ab in den Ofen. Spaß. Passt natürlich beim Backpapier auf, deswegen schneidet sonst den Rest ab, nicht dass das dann irgendwo gegenkommt gegen die Heizspirale und dann anfängt zu brennen. Ne? So als kleiner Tipp nochmal. Weil wenn es eben mal passiert ist, dann passiert es nie wieder. Das kann ich euch versprechen. Juti. Dann sehen wir uns in einer Stunde wieder, würde ich sagen, mit dem David zusammen. Also bis dann, Leute. Bis gleich. So, meine Lieben, der David und ich sind wieder zurück. Das Brot ist jetzt fertig. Den holen wir mal aus dem Ofen. Wir haben bloß eine Kleinigkeit noch anders gemacht. Wir haben nach der Hälfte von 170 auf 190 Grad gedreht. Und am Ende nochmal, wenn die Bräune halt nicht stimmt, einfach nochmal kurz hochdrehen, aber dabei nebenbei stehen bleiben, weil sonst wird es schwarz, Freunde. Ne? Jetzt holen wir das mal raus und befreien das aus der Form. Dann gucken wir mal, was da geworden ist. Länger hätte es auch nicht drin bleiben dürfen. Gerade so, Freunde. So, dann haben wir das gute Stück jetzt hier. Jetzt holen wir es einfach mal raus. So funktioniert die kleine Hocke. Und das funktioniert super. Tada! Natürlich ein bisschen faltig an den Seiten, das ist ja wegen dem Backpapier. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt müsst ihr bloß noch ein bisschen auskühlen lassen, dann könnt ihr das anschneiden. Und dann sind wir auch schon wieder fertig, Leute. Der wartet schon wieder mit der Folge G's Cooking Show. Ich zeige euch auf jeden Fall auf Insta mal nochmal, wie es angeschnitten aussieht und so. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert gerne den Channel oben, G's Cooking Show. Oder auch gerne eine andere Folge angucken oder halt allerhand Rap. Und dann verabschieden David und ich uns mal bei euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.